Mitte oder rechts? Mitte oder rechts? Ich glaube rechts. Also ich gehe mal davon aus, man kommt von Süden und dann Mitte oder... Oh, warte mal. Hier war die Nebelwand. Hier war gar nichts, oder? Ja. Hier war dieses komische Bild. Das finde ich immer noch sehr komisch. Ja, also doch rechts. Komm, geh weg, du Engel. Ich hoffe, wir haben genug Gold für alles. Ja, das ist die Priesterin. Lichtmagie-Meister. 5000. Ja, das könnte hinkommen. Und jetzt zum Magnus. Der war links, also westlich. Deshalb müssen wir wieder in sein Schloss rein, müssen wieder Hallo sagen. Und dann können wir alle Zauber lernen. Und ich hoffe mal, mit den Zaubern wird es dann ein bisschen einfacher. Also der Turm kommt drauf an, was für Gegner drin sind. Dieses Prisma-Dingens, wenn beide Lichtmagier das dann sprechen, also Lei und Alana, dann könnte es echt praktisch sein. Aber wenn das einzelne sehr starke Gegner sind, dann, dann haben wir ein Problem. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die Stadt der Nekromanten auseinandernehmen, das wird sehr schön. Dann haben wir nämlich Untote vernichten und machen richtig viel Schaden, denke ich. Auch wenn wir dann aufpassen müssen, dass halt nicht alles wirklich Untote sind. Es gibt ja auch diese leicht bekleideten Damen zum Beispiel, die sind keine Untoten. So, Schloss Lambent, okay. Wir hätten gerne wieder Fackellicht. Und einfach den Wachen nicht folgen. Wenn es Schloss Lambent gibt, dann muss es ja auch ein Gegenstück geben, ne? Das könnte auch sehr hart sein zu knacken. Also das Schloss des Oberbösewichten. Garantiert in der Grube. So, Lichtmagie, Großmeister, 8000 Gold. Er hat echt einen super Job. Sitzt auf seinem Thron, Leute kommen zu ihm hin, geben ihm 8000 Gold. Und wir haben nur noch 372. Ja. Okay, du. Teleportier dich bitte. Nach Harmony. So. Und jetzt würden wir gerne zu unserem Pferdestall. Und da bleiben wir dann so lange. Jupp, verlassen. Bleiben wir so lange, bis wir zu den Turnieren können. Und das machen wir dann zweimal und schon haben wir. Ein bisschen Gold, nehme ich an. Auch wenn die jetzt richtig knackig sein werden. Haben wir das Gold und die Sachen für den Aufstieg und dadurch kriegen wir dann wieder einen neuen Aufstieg, also Level. Wieder einer mehr. Wieder einer mehr. Wieder einer mehr. Genau, ganz viele Zauber. Da. Solarstrahl, der müsste nämlich auch draußen wirken. Das sind dann 20 plus 11 bis 220 Schaden. Also Maximalfall 240. Das tut weh. Aber so funktionieren random Saal nicht. Also wird es meistens so ein 100er Dreh sein. 150 vielleicht. Der Laden ist der Laden ist zu. Okay. Schlafen, schlafen. Hallo, ihr wollt schlafen. Schlafen, so. Hallo, ihr nein. Schlafen. Ja, die Herren von Harmony, die lungern vor den Ställen rum. Hallo, ihr wollt. Das ist wieder nur ein Tag in der Woche. Ich sollte mal merken, welchen Tag. Jetzt haben wir Hallo. Samstag. Ihr wollt reisen. Es ist schon wieder Sonntag. Hallo. Jo. Es geht sofort los. Also sonntags kommen wir zu den Evermorn-Inseln und sonntags kommen wir in die Arena. Hast du leicht zu merken. So. Ich buff jetzt mal, aber nicht komplett. Ich will nur testen, ob wenn wir gleich das Ding anfangen, ob die Buffs resettet werden oder nicht. Ritter. Werden sie nicht. Okay. Wir merken uns, nächstes Mal können wir buffen, wie wir wollen. Und sind dementsprechend besser vorbereitet. Oh, okay. Piranha-Hai? Was zur Hölle? Wo zur Hölle findet man Piranha-Haie?
Okay, ich würde ganz gerne erst zu Ende buffen. Und irgendjemand debufft hier. Die müssen zuerst sterben. Das sind die Magier hinten. Du, heilen bitte. Da sind die Magier. Und Piranha heilen. Ja, 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 alle schreien, ist okay. Oh, oh. So, Magier. Magier ist tot. Piranha High ist angeschlagen. Eine Kurve drehen. Und Magier. Magier ist tot. So, waren das alle Magier? Bestimmt nicht. Oh, 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 oh. Ja, du zauber bitte mal. Das da. Du zauber bitte mal. Das da. So, du bist tot. Dober Piranha, hey, geh weg. Also bisher sehe ich keine Debuff-Geräusche. Dieses Wäung. Das heißt, das da. Das da. Wir wollten eigentlich Solarstrahl ausprobieren, ne? Also Mädels. Du. Solarstrahl, okay. Standard. Das gilt nicht als draußen. Das ist doof. Gut. Das macht die Arena ja noch einen Ticken härter. Obwohl das jetzt echt ging. Au. Piranha ist tot. So, da hinten sind noch die dicken Hydras. Irgendwann das noch Kleinkram. Ah, ist ein Hai. Chaos Hydra. Och, die hält nicht so viel aus. Vor allem wird sie anscheinend von allem getroffen. Also zaubertechnisch. Hat keine großartigen Resistenzen. So. Da halten wir eine Weile. Oh, oh. Du zaubern. Hallo. Das könnte sich ziehen. Oder auch nicht. Au. Schieß, 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 schieß. Und trotz Strafen trifft uns eigentlich jeder. Das tut irgendwie weh. Aber wenn das Strafen schneller wäre, wäre es auch echt unfair. Dann würden wir gar nicht mehr getroffen werden. Das haben sie schon ganz gut gemacht. So, du bist tot. Au. Ihr seid gleich tot. Und ich frage mich, wie viel Gold wir dafür bekommen. Weil Leia hat 10 Jahre ihres Lebens geopfert, damit wir das hier schaffen. Sonst hätten wir schon lange keine Zauberpunkte mehr. Nicht, dass wir jetzt noch wirklich viele hätten. Aber das Ding ist gleich tot. So. Grün, Rainer. 7800 Gold. Okay. Kann ich mit leben. Lay nicht mehr allzu lange. Sie ist inzwischen 45. Raus. Und eine Woche rumkriegen, hm? Also der Rückweg. Ne, warte mal, der Hinweg hat 4 Tage gedauert. Der Rückweg 0 oder auch 4? Montag. Der Rückweg hat einen. Moment mal. 4 Tage und nochmal 4 Tage. Achso, nee, kommt hin, okay. Das heißt jetzt 6 Tage ruhen. Da. Genießt euren Aufenthalt. Ein Tag. Genießt zwei euren Tag. Aufenthalt. Nuhara, drei Tag. Euren Aufenthalt. Genießt euren Aufenthalt. 4 Tage. Freitag. Nuhara, Samstag. Euren Nuhara, Sonntag. Euren Aufenthalt. So. Hallo. Arena. Sofort los. Diesmal wirklich klug, da reinzugehen? Ist es wirklich klug zu buffen, ist eher die Frage, Talana. Weil wenn da jetzt wieder Magier bei sind, werden sie wieder die buffen. Also, nee. Oh, warte mal, wir können jetzt testen, ob der Prisma hier drin funktioniert. Wir haben gerade gelernt, Solarstrahl funktioniert nicht. Also es ist nicht draußen. Na, dann muss es ja drin sein. Das heißt, wir stellen uns gleich richtig taktisch hin, versuchen alle Leute in der Arena auf unserem Bildschirm zu haben. Und sprechen das Ding dann. Das könnte lustig werden. Ritter.
So, wie kriegen wir alle auf einen Bildschirm? Wir verkriechen uns in eine Ecke. Und machen Enter. Sind nicht alle, aber sind ein paar. Und es sind andere. Es sind keine Magier dabei. Das ist schon mal gut. Also du... Bam. Die Damen hier sind wichtiger. Also du, zaubern. Prisma. Jetzt müssten alle... Naja, 40 Schaden. Der hinten hat gar nichts genommen. Manticore. Ja. Ist nett. Es sind jetzt 6 Gegner, die davon getroffen werden. 6 mal 36. Ja, okay, doch. Das läppert. Wow, okay. Das läppert sich, wollte ich sagen. Aber dafür müssen wir stehen bleiben und stehen bleiben ist nicht gut. Außerdem habe ich da gerade wieder einen Debuff gehört. Komm schon, müssen wir uns hier aufräumen. Wenigstens 1, 2 Gegner weg und irgendwie treffe ich gerade gar nicht. Das ist er. Ja, Geist macht. Wo ist meine Mana hin? Das ist nicht nett. Ja, stopp. Du. Heilen. So, einen ist tot. Ich brauche Hilfe! Ja, nicht so laut. Und die Zauberpunkte sind wieder weg. Das tut irgendwie weh. Das ist doch nicht schön. So, du das dahin. Repariert. Reparieren. Da habe ich keinen Platz. Wir brauchen einen kleinen Heiltrank für dich. Und dann machst du nämlich... Oh, du hast ihn gar nicht. Nicht genug Zauberpunkte. Ja gut, tut mir leid, Lay. Du musst jetzt noch mal ran. Warum kannst du denn nicht sprechen? Alles klar. So, wer macht jetzt den Zauberentzug? Das sind bestimmt die Vampir-Typen, oder? Ja, langsam geht's hier mit dem Gegnern. Oh. Zaubern. Den da. Oh. Ja, sind die Vampire. Ja, so, du misch mal. Perfekte Mischung. Für sie einen Trank und sie darf zum dritten Mal jetzt, also zum letzten Mal, den da sprechen. Enter. Das tut irgendwie. So, du. Implosion. Den da. Du schießt den da. Was? Au. Irgendwas macht hier sehr komische Geräusche. Okay, du zauberst wieder den auf den da, sagen wir mal. Du schießt auf den. Komm schon, gib mir die Lichtmagier. Prisma. Ja. Ja, bei ihm nicht. Down. Implosion. Zack. Oh, warte mal, das sind noch garantiert Untote. Haben wir nicht? Genau. Untote vernichten. 1 bis 16 pro Fähigkeitspunkt. 155. Ja. Komm, Feuerball geflogen. Ist okay. Du bist tot. Sehr schön. Du zauberst bitte. Heilt sie. Du zauberst nochmal ein Prisma. Was sie jetzt aber nicht so sehr rentiert hat. Das waren jetzt gerade 20 mal 6, also 120, weniger als der Untote vernichten. Und sie braucht auch unbedingt Untote vernichten. Ah, das war schon eher 36 mal 6 oder so. Du einfach auf den nächsten. Du schießt. So, Prisma. Prisma. Die sind bald weg vom Fenster. Sehr schön. Gut. Heil sie. Töte ihn.
Let's die. Und das macht jetzt keinen Sinn. Warum konnte sie jetzt mit dem Prisma die Arbeitsteufel da hinten treffen? Das ist sehr komisch mit dem, wer wann wen wo treffen kann. Weil letztes Mal, als wir da hinten in der Ecke standen, hatten wir die hinteren, die da stehen, wo wir jetzt stehen, nicht getroffen. Okay. Du heil alle. Und du so. Wow, das tat weh. Du könntest heilen oder könntest töten? Töten. So. Einmal Gruppenheilung bitte. Du heil nochmal sie. So. Dann machst du bitte den Zauber hier nicht mehr. Den da. Töten wir euch. Und dann haben wir schon gleich gewonnen. Nichts geht über einen guten Kampf. War diesmal ziemlich happiger als eben gerade. Dabei hatten wir letztes Mal riesige Hydrinnen. Aber da sieht man mal, dass Größe nicht alles ist, ne? Entzaubern und Zauberpunkte klauen ist viel wichtiger. Oh, oh ja, und ihr Zauber ist auch viel mächtiger als alles andere. Heilung. Also der Schrapnellzauber von den Bösen. Also wir spielen einfach in den bösen Run. Naja, spielen wir dieselbe Truppe. Aber theoretisch eine Gruppe aus einem Kleriker, drei Zauberern und das Ganze auf dem bösen Pfad mit all Dunkelmagie. Das geht bestimmt richtig gut ab. So, gewonnen? Gewonnen. Guti. 8000 Gold wahrscheinlich wieder. So. Preis. Ah ne, 7800, ja. Okay. Raus. Arena verlassen. Ja. Und erstmal abspeichern. Und danach gehen wir zurück nach Barkada, geben die Aufgabe ab und machen dann die anderen Aufgaben weiter. Wir haben ja richtig schön viele Aufträge bekommen in dieser Folge. Und der letzten Folge. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder.